Und ich begrüße den Intensivmediziner Professor Uwe Janssens, der diese Leitlinien mitentwickelt hat. Herr Janssens, der Chef der Charité, der sagt, Ihre Handreichungen seien zum jetzigen Zeitpunkt nicht angemessen. Was sagen Sie dazu? Das weiß ich nicht, was er damit meint. Zum jetzigen Zeitpunkt nicht angemessen. Vielleicht meint er damit, dass wir damit zu früh herausgekommen sind. Aber ich glaube, diese Empfehlung kommt genau zu dem richtigen Zeitpunkt. Wir haben die Entwicklung in Italien und in Spanien beobachtet, die doch sehr dramatisch sind. Und wir haben diese Empfehlung ganz bewusst frühzeitig jetzt entwickelt, damit wir, wenn es zu einem solchen Anstieg bedrohlicher Erkrankungen kommen würde, gewappnet sind und unseren Ärztinnen und Ärzten vor Ort die schwierige Entscheidung treffen, eine entsprechende Hilfe an die Hand geben können. Immerhin waren da relativ namhafte Ethiker, Mediziner und auch Juristen dran beteiligt, sowie Intensivmediziner. Sie legen ja Wert darauf, dass die Ärzte dann nicht einfach nach dem Alter entscheiden, wenn jemand, dass jemand eine Behandlung bekommt, sondern nach der Überlebenswahrscheinlichkeit. Woran machen Sie die fest? Wir in der Intensivmedizin und Notfallmedizin wissen schon sehr genau, dass das Überleben von schwerkranken Patienten von vielen Faktoren abhängt. Das Alter ist sicherlich ein wichtiger Faktor, doch kann nicht für sich alleine gelten. Wir sagen zum einen, dass natürlich die akute Erkrankung, und da nehmen wir mal die Covid-19 raus, es kann ja auch ein Patient gleichzeitig kommen mit einem akuten Herzinfarkt, der auch ein schweres Krankheitsbild bietet, der dann gleichzeitig noch, und das ist jetzt ganz entscheidend, viele relevante Begleiterkrankungen hat, mitbringt, chronische Krankheiten. Und in der Kombination der akuten, schweren Krankheit zusammen mit den chronischen Begleiterkrankungen können wir schon abschätzen, ob eine intensivmedizinische Behandlung möglicherweise von Erfolg oder nicht von Erfolg geprägt ist. Ist das aber dann letzten Endes nicht auch eine willkürliche Entscheidung? Das ist hoffentlich keine willkürliche Entscheidung, sondern wir versuchen aus einem Mosaikpuzzle herauszufinden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit denn sein könnte, dass wir ein patientenrelevantes Therapieziel erreichen. Und seien Sie versichert, dass wir das tagtäglich in der Intensivmedizin tun, dass wir tatsächlich immer Prognosen versuchen abzuschätzen. Und das ist tatsächlich nicht willkürlich, sondern wir stützen uns dabei schon auf nicht nur Erfahrungen, sondern auch auf Beweise aus der medizinischen Literatur zurück. Wenn Sie auf die nächsten Wochen blicken, wie optimistisch sind Sie, dass die Kolleginnen und Kollegen auf der Intensivstation ihre Richtlinien vielleicht gar nicht brauchen, also dass es nicht zu einem Notstand kommt? Ich kann in der jetzigen Situation nicht in die Glaskugel blicken. Keiner kann das, nicht der Bundesgesundheitsminister, nicht Herr Wieler und ich noch viel weniger. Wir sehen schon, dass die Zahlen ansteigend sind. Wir sehen schon in einigen Gebieten, in so Clustergebieten, dass es zu einem vermehrten Anfall auch von schwer kranken Patienten kommt. Dennoch, eins muss man sagen, jetzt und zum heutigen Zeitpunkt haben wir in Deutschland noch sehr viele freie Kapazitäten, die wir frei geschaufelt haben. Wir haben viele freie Intensivbetten und sind im Augenblick auf einen Anfall von Patienten gewappnet. Heute Morgen hatten wir 5.000 freie Betten. Für morgen könnten wir noch 5.000 zur Verfügung stellen. Überlegen Sie einmal, in Italien hat man für die gesamte Bevölkerung 5.000 Intensivbetten. Und das ist schon ein kleiner und gewaltiger Unterschied. Professor Janssens, vielen Dank.